Zunächst die Übersicht. Auf dem Online-Parteitag der Linken sind Janine Wissler und Susanne Hennig-Welsow zu neuen Vorsitzenden gewählt worden. In Brasilien gibt es Berichte über vorgetäuschte Corona-Impfungen. In Nigeria sind 42 Opfer einer Schulentführung wieder frei. Und hier die Meldungen im Einzelnen. Die Partei Die Linke zieht mit einer neuen, rein weiblichen Führungsspitze in den Bundestagswahlkampf. Auf einem digital abgehaltenen Parteitag wurden die thüringische Landesvorsitzende Hennig-Welsow und die Chefin der hessischen Landtagsfraktion Wissler zu neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Wissler erhielt 84,2% der Stimmen, Hennig-Welsow kam auf 70,5%. Das Ergebnis muss noch per Briefwahl bestätigt werden. Die bisherigen Parteichefs Rieksinger und Kipping waren nach gut 8 Jahren im Amt nicht mehr angetreten. Wissler gab in ihrer Rede das Ziel aus, die Gesellschaft grundsätzlich zu verändern. Der Kapitalismus dürfe nicht das Ende der Geschichte sein, erklärte sie. Hennig-Welsow setzte sich dafür ein, als Linke auch im Bund Regierungsverantwortung zu übernehmen. Die beiden Co-Vorsitzenden vertreten damit unterschiedliche Strömungen in der Partei. Bereits gestern hatten die Delegierten den Leitantrag des Parteivorstandes verabschiedet. Die Linke fordert darin, Superreiche stärker an den Kosten der Krise zu beteiligen und für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen. In der Bundeswehr sind einem Medienbericht zufolge vor allem junge Soldatinnen und Soldaten anfällig für rechtsextremes Gedankengut. Das Magazin Der Spiegel zitiert aus einem Papier des Verteidigungsministeriums, in dem erstmals die Verdachtsfälle unter anderem nach Alter und Truppengattung aufgeschlüsselt sind. Demnach stammten im vergangenen Jahr die Hälfte aller überprüften Fälle aus dem Heer. Es bildet zwar nur ein Viertel der Truppenstärke der Bundeswehr, dort befänden sich aber überdurchschnittlich viele Soldatinnen und Soldaten unter 34 Jahren. In dem Papier des Ministeriums sind zudem die Verdachtsfälle den Heimatorten der Verdächtigen zugeordnet worden. Dies habe dem Bericht zufolge eine überproportionale Häufung bei Bundeswehrangehörigen aus Sachsen ergeben. Der Militärgeheimdienst MAD prüfe deshalb einen Zusammenhang mit möglichen Einflüssen der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative. Das wäre es noch, wenn sie das nachweisen könnten. Institut 9.762 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages gemeldet. Das sind fast 600 mehr als vor einer Woche. Außerdem verzeichnete das RKI im Zusammenhang mit dem Coronavirus 369 weitere Todesfälle, deren Gesamtzahl nun 69.888 beträgt. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 63,8 gegenüber 62,6 am Vortag. Bundesfinanzminister Scholz hat mit Blick auf die Corona-Öffnungsstrategie durchdachte Beschlüsse angemahnt. Der SPD-Politiker sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, er bestehe darauf, dass Bund und Länder eine gemeinschaftliche Führungsleistung in Deutschland zustande brächten. Diese werde nicht dadurch besser, dass stündlich irgendjemand etwas erzähle, möglicherweise sogar das Gegenteil von dem, was er zuvor gesagt habe. Scholz, der Kanzlerkandidat seiner Partei ist, sprach von klaren, präzisen Festlegungen, die Bund und Länder gemeinsam treffen müssten. Der Finanzminister äußerte sich nicht dazu, ob über einen Nachtragshaushalt weitere Kredite aufgenommen werden müssen. Mit Blick auf die zusätzlichen finanziellen Belastungen durch die Öffnungsstrategie und die geplanten massenhaften Tests versicherte Scholz, die Bundesregierung werde das Erforderliche immer machen und auch immer machen können. In Brasilien sind offenbar in mehreren Städten Bürger um ihre Impfungen gegen das Coronavirus betrogen worden. Wie das Magazin Der Spiegel berichtet, zeigen bei angeblichen Impfungen aufgenommene Videos, dass zwar Spritzen angewandt wurden, allerdings wurde der Kolben dann entweder nicht nach unten gedrückt oder es fehlte die Flüssigkeit im Impfkolben. Helfer stehen im Verdacht, die Dosen entweder teuer verkauft oder für die eigene Familie einbehalten zu haben. Die Zivilpolizei in Rio ermittelt wegen Veruntreuung. Brasilien ist eines der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder. Nach Angaben der US-amerikanischen Johns Hopkins Universität sind in dem südamerikanischen Land bislang 2,5 Millionen Menschen in Zusammenhang mit dem Virus gestorben.
Der brasilianische Präsident Bolsonaro steht in der Kritik, nicht für die Beschaffung von ausreichend Impfdosen gesorgt zu haben. In den USA steht ein weiterer Impfstoff gegen das Coronavirus vor der Zulassung. Ein Expertengremium der Arzneimittelbehörde FDA empfahl die Notfallzulassung für das Vakzin des US-Herstellers Johnson & Johnson. Das Votum des Gremiums ist nicht bindend, doch in der Regel folgt die FDA seinen Vorschlägen. In den USA sind bislang die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna zugelassen. Für die Europäische Union will die Arzneimittelbehörde EMA bis Mitte März über eine bedingte Marktzulassung für das Produkt von Johnson & Johnson entscheiden. Bei ihm reicht, anders als bei den anderen Corona-Impfstoffen, die Verabreichung nur einer Dosis. Zudem muss das Präparat nicht tiefgefroren gelagert werden, was seine Verteilung erleichtert. Das US-Repräsentantenhaus hat das Corona-Hilfspaket von Präsident Biden in Höhe von 1,9 Billionen Dollar gebilligt. 219 Abgeordnete votierten für das Maßnahmenpaket, 212 dagegen. Die Abstimmung im Senat ist für Mitte März vorgesehen. In dem Programm sind Direktzahlungen an die Bürger von jeweils 1.400 Dollar enthalten. An kleinere Unternehmen und Kommunen sollen 440 Milliarden Dollar fließen. Zudem sind 160 Milliarden für Corona-Impfungen, Tests und das Gesundheitspersonal vorgesehen. In den USA sind bereits mehr als eine halbe Million Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben. Biden hatte erklärt, die Gesundheit der Nation stehe auf dem Spiel, es müsse jetzt gehandelt werden. Im Norden Nigerias sind zwei Wochen nach ihrer Entführung aus einer Schule 42 Menschen gefangen worden. Sprecherin des kenn ich nicht. Moin Moin! Aber du scheinst mich ja von Twitter zu kennen, oder? Stadt Minna in Empfang genommen worden. Den wer ist das? Lehrer und Angehörige. Schon er es gefafft hat. Bewaffneten Männern aus einer staatlichen Schule verschleppt worden. Die genauen Umstände der Freilassung sind nicht bekannt. Nigerias Präsident hatte vergangene Woche erklärt, dass kein Lösegeld gezahlt werde. Im Norden Nigerias kommen Entführungen häufiger vor. Twitter! Am Freitag wurden 317 Schüler. Social Media! Verschleppt. In Myanmar sind die Sicherheitskräfte erneut. Hey Tofino, moin moin. Naja, ich bin erstmal dabei. Wurde nach Medienberichten in der Stadt Monjewa im Norden des Landes eine Frau eine kleine Grundlage zu schaffen. Aber der ist stark geworden. Sammlungsortenschüsse ab und nahmen Teilnehmer fest. Auch aus anderen Städten wurde ein massives Vorgehen der Sicherheitskräfte mit dem Einsatz von Tränengas und Gummigeschossen gemeldet. Ziel der Gewalt sollen auch Journalisten gewesen sein. Na klar, aber ich sag nicht wer. Oh, Scheiße. Scheitern eines bundeseinheitlichen Tarifvertrags in der Die kenne ich ja eigentlich schon, die hier gucken waren. Die Präsidentin des Verbandes sagte der neuen Osnabrücker Zeitung, der Pflege ist halt gemein, dass ihr das nicht fach. Viele schlicht nicht attraktiv. Dann wüsste ich's. Wenn die Versorgung auch in Zukunft gewährleistet werden solle, muss etwas für die Pflegekräfte getan werden. Die Bemühungen um einen einheitlichen Tarifvertrag muss ja nicht sein, aber 90% von den Leuten, die hier reingucken, die kommen eigentlich von Twitter. Ja, das kriegen wir schon mal raus. Also der Trash sagt ja schon mal, dass es männlich sein muss. Die Vereinbarung hätte für die rund 1,2 Millionen Beschäftigten in der Altenpflege eine Erhöhung des Mindestlohns um 25% bis 2023 bedeutet. Die Gründe des der Brigitte! BioNTech erhalten eine der höchsten Ehrungen der Bundeswehr. Der Brigitte nehme ich mal ganz stark ein. Das Amt mitteilte, wird das Unternehmer-Ehepaar Özlem Türeci und Uğur Sahin mit dem großen Verdienstkreuz mit Stern ausgezeichnet. Die Ehrung erfolgt am 19. März durch Bundespräsident Steinmeier. Übersicht auf dem Online-Parteitag der hier hört doch eh kein Schwein hin, von daher können wir gleich ins Spiel reinstarten. Ich hatte mir für jetzt erstmal gedacht, so in zwei Runs Guardian Quest. Und dann gucken wir mal weiter. Also heute werde ich auch nochmal bei Medieval Dynasty ein bisschen eskalieren. Da bin ich die letzten Tage dahinter gestiegen, was mein Fehler war. Bin ich jetzt gerade so ein bisschen Feinabstimmung am Tun, am Finden, versuchen.
Ja, mei. Finde ich gut. Finde ich nett. Gut, ich glaube, wenn du kein Gamer bist, dann wird dir eh der Bezug dazu fehlen. Aber hier auf Twitch gibt es ja nicht nur Games. Also da kannst du in einer Kategorie, was weiß ich, ne. Also bei den Kategorien so ein bisschen stöbern gehen. Da gibt es ja alles Mögliche aus dem Real Life auch. So Kochen, Backen. Da gibt es sogar einen, der streamt aus der Backstube. Ein Typ, der streamt aus seinem Bäcker. Und ach, da gibt es viel. Gibt's viel. Ist ja nicht nur. Es ist als Gaming-Plattform damals gestartet, aber mittlerweile ist da so viel. Es gibt DJs, die legen da auf die ganze Zeit. Es gibt Leute, die basteln. Man kann eigentlich für alles so ein bisschen ein Auge holen, sag ich mal. Ich möchte einen toten Helden wiederbeleben. Ja, weil das Update war jetzt nicht so konzipiert, wie ich es dann verstanden habe, dass dort einiges kaputt gegangen ist. Halt, weil die haben ja keine Baumstämme mehr hergestellt, also Bäume gefällt. Die haben keine, dadurch konnten sie keine Schüsseln herstellen. Dadurch ist eigentlich alles so relativ zusammengebrochen. Und ich dachte, das hätte was mit dem Update zu tun, aber das hat es nur indirekt, weil durch das Update ist reingepatcht worden, dass die NPCs jetzt ein Werkzeug brauchen. Und da gab es eine Schaltfläche, die habe ich im ganzen Spielverlauf noch nie gesehen. Und dort kannst du dann halt einstellen, welche Leute was herstellen sollen. Und da konnte ich dann zum Beispiel auch schon einstellen, was weiß ich, die Näher oder so, wo ich nie einen Einblick hatte, was die herstellen. Das konntest du dort über die Schaltfläche alles richtig geil sehen, kannst du Feintuning machen und so. Also, und da bin ich jetzt so die letzten Tage ein bisschen eskaliert. Ich bin jetzt hier gerade dabei, dass ich für dieses Jahr die Steuern abbezahlt habe. Jetzt habe ich erstmal ein bisschen Luft bis nächstes Jahr und da kann ich nochmal ein bisschen weiter umbauen. Ich denke mal, da wird noch einiges auf mich zukommen. Ich will das Lebensmittellager will ich vorholen, an die Küche ran. Das generelle Lager will ich mal umplatzieren. Das sind ja zwei große Gebäude, also. Ja, es klappt schon einigermaßen. Ich muss halt immer noch viel mitarbeiten, aber passt schon. Besser als vorher. Da musste ich mich ja dann, teilweise hatte ich so das Gefühl, um alles alleine kümmern. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Also die krachen mir jetzt das Lager voll mit Rundhölzern und da habe ich jetzt schon eine Werkstatt gebaut, eine Schmiede hatte ich schon, jetzt habe ich noch eine Werkstatt gebaut, in denen kann ich diese Holzschüsseln herstellen, die wir fürs Essen brauchen. Jetzt muss ich bloß noch sehen, dass ich da noch für die Werkstatt einen Arbeiter finde, einen relativ gut geeigneten. Da hätte ich dann zwei Leute, die das machen. Ich muss halt immer wieder mal in Orgel hingucken, weil am Anfang war es ganz extrem. Der Typ, der in der Schmiede gearbeitet hat, der hatte zu nichts einen Plan. Da waren keine Messer da waren keine Äxte da. Und wenn die keine Äxte haben, dann gehen die Holzfäller nicht raus. Und wenn die Jäger keine Messer haben, dann machen die auch nichts. Schon ist ziemlich viel liegen geblieben. Und das Problem war halt am Anfang gewesen, weil wenn ich Werkzeug brauche, habe ich mir immer nur meine eine Axt gemacht und dann war's das. Jetzt müsst ihr ja mal gucken, dass ein bisschen was vorrätig ist. So, jetzt hier rein. Wir haben jetzt, das ist jetzt schon die zweite Stufe. Die erste habe ich schon mal hinter mich gebracht. So, wir haben hier Länge 9 bis 11. Minus 3 physische Resistenz. Auf Routen lauern mit höherer Wahrscheinlichkeit Flüche. Nicht so wirklich. Gegenstände entlang der Routen sind möglicherweise versteckt. Gebiet enthält Oasen. Was auch immer Oasen bedeuten, aber ich schätze mal, das wird dann extrem auf die Vorräte gehen. Aber es hat nur Länge 9 und 14 Vorräte, also das dürfte kein Problem sein. Länge 11. Knoten haben die Chance, gefrorenen Boden zu beinhalten. Gegner sind resistent gegen Chaosschaden. Oh Gott, das ist ziemlich lange her, wo ich hier die erste Map gespielt habe. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, er ist ziemlich prädestiniert für Chaos-Schaden.
So würde mir das am ehesten bisher zusagen, aber ich würfel das nochmal.